ist absolut phänomenal, wunderschön das anzuschauen. Massenwachstum bei den Sampfußrüblingen, aber wie gesagt noch sehr, sehr klein. Hallo liebe Pilzfreunde und herzlich willkommen zu einer ersten richtigen reinen Winterpilzwaldrunde. Ja, ist schon ein harter Kontrast bis Freitagmittag oder Nachmittag vielleicht sogar. So richtige Herbstpilzstimmung mit Steinpilz, Maronenröhrling, Pfefferröhrling und Co. Heute, ja eigentlich wie gesagt, ein richtiger Kontrast. Es fühlt sich eher an wie Mitte Januar. Es ist eisekalt, an den Laubbäumen keine Blätter mehr. Es hat geschneit, wie man hier so ein bisschen sehen kann. Ja, aber mittlerweile so 2-3 Grad, also schon so ein bisschen Tauwetter. Und ich möchte heute einfach mal prüfen, was tut sich hier in dem Habitat. Wir sind hier relativ spät dieses Jahr unterwegs. Normalerweise drehe ich hier so die erste Runde, ja, eher Anfang, vielleicht Mitte November. Jetzt ist es Ende November geworden. Ist einfach ein ganz, ganz besonderes Jahr und da verschiebt sich alles so ein bisschen nach hinten. Dementsprechend schauen wir hier heute einfach mal, was machen die Sampfußrüblinge, was machen die Austernseitlinge, die Muschelseitlinge, die Rinden und die Schichtpilze. Und was zeigt sich hier vielleicht sonst noch Schönes? Würde mich wie immer freuen, wenn es mich begleitet. Gerade diese Übergangszeit vom Herbst zum Winter ist ja ganz, ganz oft eine ganz, ganz spannende Zeit. Ja, und vielleicht haben wir das Glück, dass wir uns sogar ein paar Winterspeisepilze für eine Mittagspausenmahlzeit sichern können. Auf geht's! Es ist wirklich mega, mega erstaunlich wenig los. Jetzt bin ich so eine Stunde unterwegs, habe schon ganz, ganz viele Spots kontrolliert, wo wir in den letzten Jahren ergiebigste Samtfußrüblings- und Judasohrenfunde machen können. Nichts. Nicht ein Samtfußrübling, die Pappelschüpplinge sind nicht da, die Judasohren sind nicht da, obwohl es so viel geregnet hat. Ja, und jetzt, fast schon auf den letzten Metern der Seeumrundung, der erste Fund, aber dafür ein absoluter Hammerfund. Wunderschöne, große, dicke Austernseitlinge. Also zumindest für den Speisepilzkorb ist auf alle Fälle heute was dabei. Austernseitlinge gehören zu den ganz, ganz wenigen frostresistenten Arten. Das heißt, auch wenn die von oben zumindest angefroren sind, kann man die ohne Probleme für Speisezwecke sammeln. Da haben wir ein größeres Büschel, dann nochmal zwei relativ frisch gewachsene und hier ein bisschen kleiner. Da werden wir gleich mal zuschlagen, schnappen uns die schönsten Fruchtkörper und dann schauen wir zu den weiteren Stellen. Bin schon gespannt, so ein paar Samtfußrüblingsstellen gäbe es hier schon noch, aber irgendwie wollen die zumindest in dem Gebiet bisher noch nicht wachsen. Schauen wir mal, wie es an den anderen Stellen aussieht. Ja, aber so wenig los um diese Jahreszeit war hier in den letzten Jahren meiner Meinung nach noch nie. Noch ein kleiner Tipp zu den Austernseitlingen. Wenn ihr nicht wollt, dass euer Korb gerade bei Tauwetter oder dann im Auto so richtig durchnässt wird, normalerweise kann man diese Eispanzer, die sich auf so einem Austernseitling befinden, einfach und ohne Probleme abnehmen. Ja, und dann hat man eben nicht dieses ganze Schmelzwasser von diesem Eispanzer im Körbchen. Es hätte mich doch stark gewundert, wenn es hier in dem Auwaldabschnitt nicht doch noch Pappelschüpplinge gegeben hätte. Das hier ist mit das Haupthabitat bei uns in der Region. Ja, und wir wussten ja schon seit dem letzten Wochenende, dass die eigentlich wachsen. Haben wir an einer anderen Stelle ganz, ganz viele von denen gefunden. Und deswegen hat es mich mega, mega gewundert, dass die an den Stammstellen, wo sie die letzten Jahre immer wieder ganz, ganz zuverlässig gekommen sind, hier bisher nicht erschienen sind. Hier jetzt immer noch relativ am Ende der Seeumrundung erst der erste Fund der Art, dafür aber ganz, ganz viele Fruchtkörper auf der Südseite von einer längst umgestürzten und schon entrindeten Pappel. Der Pappelschüppling ist kein Speisepilz, aber ein sehr, sehr schönes Fotoobjekt, gerade wenn die jung sind, vielleicht so wie der hier, mit dieser, ja, so ein bisschen an Shiitake erinnernden Hutoberseite. Wunderschön anzuschauen. Und mich wundert so ein bisschen, dass der hier noch so einen tollen Zustand hat. Jetzt hat man doch ein paar Tage Frost und immer wieder Tauwetter. Für das Wetter schaut dieser Pappelschüppling eigentlich echt noch passabel aus.
Ja, erst die zweite Art auf der Fundliste, aber ja, nach einer Stunde Flaute, jetzt innerhalb von ein paar Minuten Austernseitling und Pappelschüppling. Vielleicht spielt sich das Pilzwachstum hier aktuell nur sehr begrenzt im östlichen Teil von diesem kleinen See ab. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, wenn die Artenvielfalt weiterhin so gering bleibt, dann denke ich, werden wir auch noch in ein anderes Habitat schauen. Liebe Pilzfreunde, jetzt wird mir einiges klar. Die Sandfußrüblinge sind da, aber wir haben sie nicht gefunden. Wahrscheinlich, weil sie mit Schnee verdeckt waren. Sie sind noch sehr, sehr, sehr klein, aber sie beginnen jetzt mit dem Wachstum. Vielleicht war es im November einfach nur zu mild. Hier jetzt der einzige etwas größere Fruchtkörper der Art. Aber jetzt passt mal auf, was hier an diesem noch stehenden, aber schon totem Laubholzbaum los ist. Absolut phänomenal, wunderschön das anzuschauen. Massenwachstum bei den Sandfußrüblingen, aber wie gesagt noch sehr, sehr klein. Hier sehr, sehr harmlos, ein Fruchtkörper und hier drunter noch ein Fruchtkörper. Und jetzt wird es schon interessant. Schaut's mal! Jeder einzelne kleine Punkt, der hier so ein bisschen orange leuchtet, ist ein junger Sandfußrübling. Ja, aber das ist natürlich noch nicht alles. Es geht nämlich hier überall so weiter. Wenn man hier mal ein bisschen die Rinde wegmacht, sehen wir schon, schaut's mal, überall ganz, ganz, ganz kleines, frisches Wachstum bei denen. Ja, und weiter oben eskaliert es dann komplett. Schaut's euch das mal an. Ist es nicht einfach nur ein Traum? Diese Optik von den jungen Sandfußrüblingen, ah, da freue ich mich jedes Jahr drauf. Gerade dieses büschelige Wachstum hier oder, und jetzt passt auf, auch hier oben, einfach nur absolut traumhaft. Da kann man so, 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 so schöne Fotos machen. Ja, und gerade zum Start in die Winterpilzsaison ein ganz, ganz besonderer Anblick. Ja, und für mich ein ganz, ganz später Start bei den Sandfußrüblingen. Wir haben zwar schon welche gefunden, aber normalerweise so ab, ja, spätestens Mitte November kann man da schöne, ausgewachsene Sandfußrüblinge bei uns finden. Jetzt haben wir schon Ende November und erst jetzt scheint bei denen das Wachstum so richtig, richtig zu starten. Diese Stelle müssen wir im Auge behalten. Da werden wir in einer Woche oder vielleicht auch zwei Wochen dann nochmal vorbeischauen. Ich denke mal, da können wir dann eine ganz, ganz tolle Sandfußrüblingsernte einfahren. Bin schon gespannt, wie sich's entwickelt. Jetzt wäre natürlich viel Feuchtigkeit wichtig. Ja, immer mal wieder Schnee, Tauwetter, vielleicht auch mal kurz Regen. Dann können die schön wachsen und dann werden wir da eine ganz, ganz tolle Ernte einfahren. Den einen größeren werden wir uns jetzt aber doch schnappen. Dann können wir nämlich vielleicht auch noch mal kurz auf die Merkmale von den Sandfußrüblingen eingehen. Hier jetzt der Sandfußrübling von der Hutunterseite gezeigt. Und was fällt da auf? Wunderschöne, relativ helle, weißliche Lamellen und ein gar nicht mal so samtiger Stiel. Gerade wenn die jung sind, ist der Stiel eher bunt. Ja, so ein bisschen gelblich, weißgelblich, gelb-orange gefärbt. Und erst wenn die dann älter werden, entwickelt sich dann meist von der Stielbasis aus dieser typische, dunkle, samtig wirkende Stiel. Was ist meiner Meinung nach mit das allerwichtigste Merkmal oder nicht vorhandene Merkmal? Der Stielring. Sandfußrüblinge haben nie einen Stielring. Warum ist das wichtig? Ja, es gibt doch so ein paar gefährliche Verwechslungspartner. Der gefährlichste dürfte mit Abstand der Gifthäubling sein. Und den habe ich gerade auf dem Weg zu dieser schneefreien Stelle gefunden. Und deswegen gibt es jetzt gleich einen direkten Vergleich. Hier jetzt der direkte Vergleich von dem Häubling rechts und dem Sandfußrüblingen links. Und da sehen wir schon, zumindest annähernd ähnlich kann die Hutfarbe ausfallen. Jetzt haben wir rechts sogar ein frostgeschädigtes Exemplar vom Gifthäubling und trotzdem fällt die Hutfarbe relativ ähnlich aus. Gerade wenn die jung sind, vielleicht blende ich euch da mal eine Archivaufnahme ein, sieht man schon, dass diese Hutfarbe gerne auch mal mehr ins Orange gehen kann und dann wirkt es wirklich so oder sehr ähnlich wie die Hutfarbe vom Sandfußrüblingen. Entscheidender ist deshalb die Hutunterseite. Hier jetzt die beiden Fruchtkörper von der Hutunterseite gezeigt. Und da gibt es zwei Dinge, die mir zumindest sofort ins Auge springen.
Wir haben beim Gifthäubling eine angedeutete Ringzone und wir haben von der Hutmitte ausgehend bräunlich verfärbte Lamellen. Und das ist schon ein ganz, ganz wichtiger Unterschied, denn der Gifthäubling hat bräunliche Sporenpulver und der Samtfußrübling weißes. Also kann man zusammenfassen, im Alter bräunlich verfärbte Lamellen, kein gutes Zeichen, wenn man auf der Suche nach Samtfußrüblingen ist. Viel eindeutiger oder auch bei jungen Fruchtkörpern gut zu sehen, ist normalerweise diese angedeutete Ringzone hier oben. Auch die dürfen die Samtfußrüblinge so nie haben. Was hier leider kaum bis gar nicht zu sehen ist oder nicht mehr so toll ausgeprägt ist, vermutlich eben aufgrund vom Frostschaden, ist die silbrige Überfaserung vom Stiel, die der Gifthäubling normalerweise in dem Bereich mehr oder weniger deutlich hat. Ja, da sehen wir schon, ein Problem bei der Pilzbestimmung ist ganz oft, diese Pilze sind im Prinzip ein Naturprodukt, wo man nicht sagen kann, die sehen jedes Mal exakt so 1:1 aus. Die sind variabel. Mal ist diese silbrige Überfaserung ganz deutlich zu sehen, mal sehr dezent, manchmal scheint sie fast schon zu fehlen. Ja, und das macht auch die Bestimmung teilweise so ein bisschen schwierig. Aber als Unterscheidungsmerkmal muss man es auf alle Fälle nennen. Samtfußrüblinge nie mit silbrig überfasertem Stiel. Gifthäublinge meistens schon. Auch da kann ich euch nochmal ein Archivbild einblenden. Da sieht man das deutlicher, wie diese silbrige Überfaserung von dem Stiel vom Gifthäubling normalerweise aussieht. Jetzt hätte ich doch fast noch die Art Nummer 5 für die heutige Fundliste übersehen. Schaut mal, wer sich hier noch zeigt. In einem Mischwald mit Ahorn die langstielige Ahornholzkeule. Kein Speisepilz, aber dann doch so ein typischer Winterpilz bei uns. Zumindest finde ich die im Zeitraum Dezember bis März eigentlich am häufigsten, also in den typischen Wintermonaten. Ja, mit der Ahornholzkeule hatte ich so meine Schwierigkeiten, die habe ich über Jahre vergeblich gesucht. Und wie es halt so oft ist, wenn man den Erstfund mal gemacht hat, dann klappt es häufiger. Wichtigstes Merkmal ist das weiße Fleisch, das können wir uns gleich noch anschauen. Ich nehme mal einen Fund raus, mache mal ein Schnittbild und schauen wir mal, ob das Fleisch wirklich weißlich ist. Hier jetzt das Schnittbild gezeigt und da sehen wir schon, weißes Fleisch, damit eine der Holzkeulen und in dem Habitat und mit der Form bleibt eigentlich nur die langstielige Ahornholzkeule übrig. Das soll es für die heutige Waldrunde und auch für den Pilzmonat November gewesen sein. Was für ein schöner, intensiver Herbstpilzmonat mit so einem kleinen winterlichen Finale. Sehr, sehr interessant zu beobachten, ja, wie sich dieses Gefühl, dieses Feeling von den Herbstpilzen auf die Winterpilze jetzt gedreht hat. Auch wenn bei den Winterpilzen bei uns zumindest noch nicht ganz so viel los ist. Ja, die Austernzeitlinge sind schon ergiebiger zu finden. Die Samtfußrüblinge brauchen noch ein bisschen. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich bin gespannt. Gerade diese Zeit um Weihnachten rum, wenn es dann wirklich wieder Weihnachtstauwetter gibt, ist normalerweise die Zeit, wo man die ergiebigsten Funde bei den Samtfußrüblingen und den Austernzeitlingen machen kann. Ja, und da wird man wieder den ein oder anderen schönen weihnachtlichen Winterpilzfund vor uns haben. Freue ich mich drauf. Wird ein ganz, ganz toller Dezember. Ja, und wie immer, vielen Dank an jeden, der bis zum Ende dabei geblieben ist. Habt ihr schon Winterpilze gefunden? Schreibt es gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns schon bald auf der nächsten Waldrunde im Dezember oder im nächsten Pilzporträt. Zum Abschluss vom Video möchte ich euch heute noch eins meiner absoluten Lieblingsrezepte mit Austernzeitlingen vorstellen. Dazu brauchen wir etwas Butterschmalz oder Pflanzenöl, ein paar Zwiebeln, süß-scharfe Chili-Soße und natürlich Austernzeitlinge. Ja, und zum Ablöschen, damit man wirklich sicherstellen kann, dass die Austernzeitlinge durchgegart sind, noch einen Schluck Wasser. Dann geht's auch schon los, das Butterschmalz in der Pfanne zergehen und heiß werden lassen und die Austernzeitlinge ein paar Minuten scharf anbraten. Das kann je nach Feuchtigkeitsgehalt der Fruchtkörper schon so ein bisschen dauern. Ja, und wenn das meiste Wasser verdampft ist, kann man die Zwiebeln dazugeben und auch die dann mit scharf anbraten. Das Ganze würzen wir dann einfach mit ein klein wenig Salz und lassen es erstmal weiterbraten, bis alles so ein bisschen Farbe angenommen hat. Dann können wir das Ganze mit Wasser ablöschen und nochmal kurz köcheln lassen. Und wenn der Großteil von dem Wasser verdampft ist, geben wir die Chili-Soße drüber.
ja, das Ganze dann vielleicht kurz umrühren und nochmal kurz aufkochen lassen. Und das war's dann auch schon. Super dazu passt natürlich Reis in jeglicher Form. Ja, und ansonsten kann man es auch pur genießen, ist allerdings dann schon so ein bisschen würzig bis schärflich. Sehr, sehr lecker, sehr, sehr schnell und mit ganz, ganz wenigen Zutaten zubereitet.